Die Bewohner einer verträumten Kleinstadt am Rhein gewähren nie dagewesene Einblicke in ihr Privatleben. Wir begleiten sie durch ihre Höhen und Tiefen. Und damit willkommen in Oberuggen. Videotheken sind vom Aussterben bedroht. Hier sehen wir ein gut erhaltenes Exemplar mit erstklassiger Fiki-Fiki-Abteilung für die kleine Masturbation zwischendurch. Ja, ich arbeite jetzt schon ziemlich lange in dieser Videothek, weil Filme halt voll mein Ding sind. Und ich würde mal behaupten, dass ich so ziemlich alle Filme kenne, die es gibt. Und damit ist halt auch gewährleistet, dass ich die Kunden bestmöglich beraten kann. Hallo, mein Sohn. Was geht? Kann ich Ihnen helfen? In der Tat, mein Sohn. Haben Sie noch mehr Filme mit dem Jungen aus AI, in denen er maximal 13 Jahre alt ist? Haley Joel Osment. Nicht zu verwechseln mit Jake Lloyd aus Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung, der jetzt fett ist. Aber Haley Joel Osment ist auch fett. Es sieht fast so aus, als ob Haley Joel Osment Jake Lloyd gegessen hat. Ja. Haley Joel Osment. Der kleine Haley. Entschuldigung. Hier drei Fotzen von Melkstation 3. Auf was bezieht sich Ihr aus Melken? Auf Kammschotz? Auf Muttermilch? Oder auf Milch von echten Kühen? Sowohl als auch, aber wenn du kein Tierfreund bist, würde ich dir den Streifen nicht empfehlen. Okay. Danke. Haley Joel Osment ist auch bekannt aus Das Glücksprinzip, The Sixth Sense und aus der Staffel 2 von Ally McBeal, der Episode 13, wo er übrigens kaum wiederzuerkennen ist, weil er eine Glatze hat, weil er Krebs hat. Oh, da hat man ja die Qual der Wahl, nicht wahr? Ein wirklich sehr talentierter Junge zu seiner Zeit. Wie schwanzlastig sind denn Feuerwehrschläuche im Dauereinsatz und das Löschen der brennenden Fotzen? Die tun sich beide nicht. Das ist eher was für Leute, die auf Männer in Uniform stehen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die brennenden Fotzen nehmen. Cool. 2001 war Haley Joel Osment sogar für einen Oscar nominiert als bester Nebendarsteller in The Sixth Sense. Oh, beachtliche Leistung. Ja, wobei ich ihn in AI auch ziemlich beeindruckend fand, als Roboter, der ein echter Junge sein will. Ein bisschen von der Pinocchio-Story adaptiert, nur ohne den pädophilen Geppetto. Die Pool-Szene war echt gut, aber ich will wirklich nicht spoilern. Pool-Szene? Ja, die sollen ihm nochmal zeigen, dass er ein Roboter ist und kein echter Junge. Es war ziemlich mitreißend. Ja, der junge Mann an der Theke weiß, wovon er spricht. Ich habe den kleinen Jungen schon mal im Fernsehen gesehen, aber der Film mit dem Roboter war schon fast vorbei und die Pool-Szene habe ich anscheinend verpasst. Ärgerlich, aber immerhin gibt's die Videothek meines Vertrauens. So, dann würde ich die drei hier nehmen. AI, Das Glücksprinzip und The Sixth Sense. Ja. Wirklich gute Wahl. Aber wenn Sie die morgen leihen, können Sie das im Wochenendpaket leihen und dann sparen Sie einen Tag. Oh, das ist aber sehr, sehr nett von Ihnen, dass Sie mich darauf hinweisen. Ich denke, dann nehme ich heute AI mit und komme morgen für die anderen beiden wieder. Okay, wie Sie wollen. Ich sehe, dass Sie hier auch Snacks führen und Getränke. Haben Sie eventuell auch Butter? Butter? Nein. Margarine vielleicht? Nein. Sonnenblumenöl oder Palmfett. Weißt du, ich möchte noch ein Würstchen in die Pfanne hauen. Tut mir leid, nein. Hätte ich wohl in den nächsten Tante Use, ich meine Tante Emma Laden fahren müssen. Ja. Danke, dann bis morgen. So, tschüss. Hab ich's. Aber ich habe noch eine Frage zu denen in 3D. Ist okay. Das wirklich 3D, so wie das auch heutzutage im Kino ist? Das kommt halt drauf an, ob der direkt in 3D gedreht ist oder nachträglich konvertiert. Ah. Ja. Welchen meinen Sie denn? Ja, hier zum Beispiel Snow Bitch im Reich der sieben Schwänze. Nachträglich konvertiert und sehr schwanzlastig. Mm. Habt ihr denn auch hier im Verleih 3D-Brillen? Haben Sie denn einen 3D-Fernseher? Ja. Und keine Brillen? Korrekt. Muss ich kurz telefonieren. Ja, hi, der Dennis hier. Ja, ich habe eine Frage hier. Ich habe hier einen Kunden, der will sich Pornos ausleihen. Ein paar davon sind in 3D. Ja, zum Beispiel Snowbridge im Reich der sieben Fotzen. Schwänze.
reicht es ihm Schwänze. Ja, ich weiß auch, dass er nachträglich konvertiert ist. Ja, schwanzlastig ist, habe ich ihm auch gesagt. Ja, er braucht halt noch 3D-Brillen. Ist das für eine Wichsorgie? Ja. Okay, hat sich erledigt. So, das sind jetzt 4 Stück. Die sind desinfiziert. Und hätte ich gewusst, dass das für eine Wichsorgie ist, hätte ich mir einen Anruf auch sparen können. Danke. Ciao. Viel Spaß. Und nächste Woche bei Oberocken? Utes unehrlicher Sohn Jonas will für eine coole Party Alk besorgen. Pfandsammler Harald muss zum ersten Mal alleine Leergut abgeben. Lässt dich nicht abwimmeln wie neulich auf dem Kinderflohmarkt. Ob Kioskbesitzer Ralf den minderjährigen Jonas mit hartem Alk versorgt oder die Dorfpolizisten Harry und Karl Jonas Pläne durchkreuzen, erfahrt ihr nächsten Montag hier auf SceneTech TV.